storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. For the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. So,
Ihr lieben Menschen, wir grüßen euch erstmal ganz, ganz herzlich. Kann sein, dass wir wieder erstmal wieder ein bisschen nachsteuern müssen. Ihr kennt das ja mittlerweile, dass wir hier immer wieder so ein bisschen steuern müssen, damit wir das wieder so ein bisschen auf die Reihe kriegen mit der Lautstärke. Es ist ja immer identisch. Deswegen sagen wir erstmal wundervolles Hallöchen. Lena sitzt auch neben mir. Hallöchen. Nochmal Hallöchen. Hallöchen. Ja, irgendwie ist deins an. Meins ist an, ja. Ja, ja, hallo. Hallo, 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 hallo. So, jetzt besser. Das musst du immer nachkorrigieren. Komisch, oder? Wenn du das eingestellt hast, heißt es nicht, dass die gleiche Einstellung beim nächsten Mal wieder klappt. Aber das ist doch seltsam. Wir haben noch nichts verstellt oder es so, ne? Es ist immer wild. Es ist immer wild. So, erstmal, wir grüßen euch erstmal ganz lieb heute. Das bin ich. Und. Das bin ich! Nicht! Ja, kein normales Verhalten hier. Ja, kein normales Verhalten. Ich kein normales Verhalten. Kein normales Verhalten. Ich mache den Chat erstmal nach oben. Alles von Welt, bitte, ne? So, ich gucke erstmal eben, bevor ich rüber renne. Und groß. Warum habe ich einen Heimund? 20 Uhr, ja, erstmal hier größer, Mann, ne? 20 Uhr Aussehen ändern, also nicht meins. Chat Aussehen. Schupp. Bob. Nice. So, 20 Uhr haben wir Miss Peppermint, die Sandra 93, Spanischer Stier, Sehnsuchen, Beo, Claudi, Delena, Sarah, Cassery, Beo, nochmal Peppermint, die Minne, Tamaso, Paburka, Sehnsuchen, Chris von Wien, dann haben wir hier und noch Darkness, Angie, Ella, sehe ich hier unten, Fabi ist da, Raphael ist da, Melira, Beo macht ein Hallöchen, Darkness, man hört sie, Kirito, wünscht einen schönen Abend, da, Gruseline hier unten nochmal am Schreiben, dann wieder Dodie, Butterfinger, Foxhound, Mausch, Matthias, was machen Lena? Was machen wir Sachen, Lena? Was machen Lena? Ich weiß nichts, was soll Lena machen? Leander, Cassery, Legos, Thema, Darkness, habt ihr daheim Haribus gegessen? Nee, ich habe gerade Verzicht auf Bonbons. Ja, dafür haben wir die Bude eingeräuchert. Ja, die Hausebude eingeräuchert. Melira. Haben wir hier noch Steffi 1967, sehe ich hier unten, Sabbelzombie, Tamaso hat mich auch angemeldet für Community-Treffen, sagt Tamaso, machen Sache vieles, sagt Chris von Wien. Echt? Mhm. Tamaso? So, dann wechsle ich jetzt hier mal rüber. Wie heißt du denn? Okay, warte. Also wenn jemand klippt, das können wir wieder regeln. Ach, hier ist ein neues Formular reingekommen. Das können wir wieder regeln. Elke, dankeschön für 100 Bits, liebe Elke. Tamaso, beginnt dein Name mit N? Mit N, Tamaso, ja. Okay. So, Elke, nochmal danke für die 100 Bits. Und Haubi, danke für den 13 Monat, Licht und Liebe für dich. Foxhound, danke für 45 Bits, viel Liebe auch für dich. Ganz süß, dankeschön. Ich wechsle jetzt hier mal rüber. Nur zum Community-Treffen. Das ist auch gut, weil we haben maybe too many Tattoos. What we have? Ich glaube, mit den Tattoos ist jetzt over. We have too viel? Wie viel haben wir denn? Ja, zu viel. Ich meine, die wollen ja auch noch ein bisschen was von uns, oder? Wie viel haben wir? Warte, ich guck. Okay. Mein Chat soll die auch mal aufmachen. Das kann ich euch gar nicht lesen hier. Ja. So viel, ne? Insgesamt 16. Muss. Und davon 7 Energy. Energie, tatü. Das müssen wir alles noch machen. Channeln und dann frei. Ja, am 5. Oktober mal Luft, ne? Ja, ja, gut. Also die Lost, ja die Lost sind ja relativ schnell gestorben. Die Lost, ja, aber die Energy, das sind ja für euch dann individuell und wir channeln. Wir fragen die geistige Welt, was ihr jetzt eben gerade braucht für eure Energie oder generell, was gut für euch wäre. Was ihr benötigt und daraus machen wir letzten Endes auch das Tattoo, also komplett gechannelt halt. Mhm. Und 7 Stück. Weil wir 7 Energies, da geht die und Lost. 9 Lost. 9 Lost geht schon. Lost geht ja recht zügig. Am längsten dauert wirklich die Vorbereitung, Desinfektion und ja, so weiter. Ja, Desinfektion, ständig die Maschinen neu ein. Nadel neu und alles neu. Ja, alles neu. Sterilisieren mit Folie. Das dauert am längsten. Richtig, wartet mal, ich ziehe mal hier das T-Shirt raus. Das ist ja nicht schön. So, in der Hose. Dann kriegen endlich die eher Lost, ihr Lost wollen. So, Michi sehe ich hier noch. Terror Tango sehe ich hier noch. Dann haben wir hier. Tamasos Glück habe ich nicht mit Tattoo mitgewählt. Ja, aber wir haben eine extra kleine Tattoo-Ecke. Erika Lott Kacke sehe ich noch hier.
Foxhorn nochmal, danke für 45. Gänse, ja, mit Energy, also da ist es tatsächlich so, da können wir nicht spontan ein Energietattoo machen. Das nee, wird das nicht funktionieren, nicht. Weil wir bereiten das ja vor. Wir bereiten das, wir channeln das, wir setzen uns hin, wir machen da wirklich komplett, legen wir da, ja, ne, kommunizieren wir mit der geistigen Welt, mit euren Verstorbenen, was braucht ihr und so weiter. Also das, das kann man da nicht spontan machen. Spontan werden wir vielleicht, wenn wir noch Luft haben, die vielleicht so ein paar Gleister, ja, das kriegen wir Spookies machen oder sowas, ne? Also kleine süße Geister oder so, das kriegen wir spontan irgendwie hin. Aber soll ja nicht in erster Linie, das ist ja nicht das Hauptthema. Ist eigentlich, ja, Community-Treffen, ne? Wir wollen uns ja treffen, wir wollen quatschen, wir wollen reden. Deswegen können wir jetzt auch eigentlich auch keine mehr annehmen. Nee. Ich würde sagen, ist dicht. Ist dicht. Geht nicht, kommen wir nicht hin. Nee. Na, die Energies, wir sind 7, ne? Ja. Jeder so 3, 3,5 jeder. 3,5 jeder bei einem. Die andere Hälfte vom Kreis machst du bitte. Und die Lost geht eigentlich schnell. Da müssen wir eigentlich schnell durchkommen. Ja. So, okay. Julia, grüße dich. Wille, kann euch da nicht jemand helfen, desinfizieren? Für diesen Co. muss man nicht viel können. Muss doch schon ein bisschen was einhalten. Also man hat wirklich beim, also wenn du überlegst, wenn du zum Arzt gehst, zum Blut abnehmen, ja gut, aber da ist echt. Da geht das nicht. Ja. Das läuft da nicht, ne? Und das Ding ist halt, wir müssen ja alles, wo auch ihr den Arm oder was auch immer reintut, drauf tut, nochmal neu einwickeln und so. Ja, Katastrophe. Komm. Aber. Kriegen wir eigentlich hin. Genau, ich denke, die meisten werden das wahrscheinlich am Arm wollen, oder? Arm, Bein, Fuß. Ja, mal schauen. Wollen wir mal schauen. Po. Pobacke. So. So, Tamaso fragt, wo muss ich zahlen und kommt morgen Mail? Morgen nicht. Ich bin morgen komplett den ganzen Tag out of order, quasi voll mit Terminen. Schaffe ich nicht. Ja. Tamaso, wir sind am Freitag dann auch ziemlich dicht. Vielleicht schaffe ich es Freitagvormittag und notfalls erst nächste Woche Montag. Ja, also Mail kommt, bist mit drin dann, bist eingeplant. Wissen wir ja jetzt, stehst zwar noch nicht in der Liste, aber bist eingeplant. Kein Ding. Also ne, die als erstes kommen, die stehen sowieso. Ja, also bitte kein Stress. Genau, und wichtig, nochmal wichtig, Freitag ist kein Stream, weil wir müssen Freitag schon alles fertig machen, weil wir nach Berlin düsen. Wir haben Termin in Berlin und da haben wir irgendwie 8 Stunden mit Pause Autofahrt und deswegen Freitag muss ich ja eh noch normal arbeiten und dann morgens geht es dann schon um 7 Uhr irgendwann auf der Autobahn und dann fahren wir dann 8 Stunden. Genau, Freitag ist ein Freitag. Aber wir werden euch sicherlich irgendwie auf den Insta-Kanälen so ein bisschen mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht knall ich sogar mal den Twitch-Stream dann mal aus dem Auto raus. Können wir vielleicht auch machen. Während der Fahrt. Ja, dann fahren wir nicht alleine. Ja, können wir auch machen, ne? Das war eigentlich eine gute Idee. Den Twitch-Stream während der Fahrt laufen lassen. Ja. Fahren wir nicht alleine. Leute, das ist eine Idee. Ne? Das am Samstag dann, nicht Freitag. Am Samstag. Das wäre eine Idee. Ausnahme ist Twitch-Stream. Ja, das ist doch cool. Das ist eine coole Idee. Kriegt ihr alles mit? Können wir Samstag hin und Sonntag zurück. Wegen der kompletten Fahrt mal mitnehmen. Solange die Internetverbindung überall solange ist. Solange die Internet. Ja, die wird wahrscheinlich irgendwo zwischendurch hängen auch, aber. Ja. Wir schauen wir why mal. Why not? Ja. Das wäre eine Idee. Samstag, Sonntag einfach mal laufen lassen. Ne? Mhm. Coole Idee. Ja. Genau. So. Ja, ist irgendwas Neues so? Eine Buchmesse wollen wir, ne? Ah, Buchmesse? Oh! Das mussten wir ja heute auch noch machen. Scheiße. Heute Abgabeschluss? Nee, Freitag, aber ich bin ja morgen komplett nicht da. Wartet, ich muss mir aber was aufschreiben. Nein, wir wollen zur Buchmesse. Oh, Scheibenkleister. Also dann bitte in die Info eintragen. Machen wir. Aber nicht einen auf Ghost Rider machen. Nein. Aber wir gucken mal, wie die Autobahn verbindet. Ghost Rider? Ach so, Quatsch. Wir sind vernünftige Fahrer. Anmeldung. Vielleicht schaffst du das ja jetzt morgen irgendwie. Nee, eintragen. Oder machen wir gleich noch? Ja, schauen wir. Wenn wir nicht... wenn wir es noch schaffen, gleich. Ja. Also ich merke immer mehr, also das... Ich bald gar nicht mehr um Linse oder Brille rumkommen, ne? Das was? Das ist echt nervig. Linse. Ja, Linsen, ja, klar.
Wobei, ich habe ja jetzt die normalen Kontaktlinsen. Ich also habe hier auch muss ich jetzt Kurzsicht. schon diesen Abstand haben. Ich habe Kurzsichtigkeit, aber. Oh, Entschuldigung, das hat jetzt gerade gekitzelt. Hallo Label Love, grüße dich. Aber ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Lesen. Also es gibt ja diese, wie nennen die sich, bifokal oder so? Bifokal. Oben, unten. Ob ich die nicht auch mal probieren muss. Na, das ist echt, ich merke das wieder. Auch wo wir letztens tätowiert haben. Ich Boah, war ich froh, auch. dass die eine Brille mit hatte. Ich hatte noch eine extra Brille mit. Also ich hätte das nicht machen können. Ich hätte nichts gesehen ohne die Brille. Vor allem, wenn du dann so eine feine Nadel hast, so eine Dreier, Ja, dann. so eine Dreier, das ist ja nicht, wenn du Dotwork machst oder so. Sehe ich Das dann ist überhaupt nicht. Dann so, willst in den Finger bis dann nach oben. So, das war doch ein Fingertattoo. Entschuldigung, so, dachte, ist der Finger. Also, der geht komplett den Bach runter. Ja, wir wollen ja heute so ein bisschen True Crime auch machen, ne? So ein bisschen True Crime. Und wir haben heute beide überlegt, so, es gibt natürlich viele spannende Fälle, aber Lena sagte, und ich auch, habt ihr einen interessanten Fall? Wir lassen euch entscheiden, Woltenbach. Ne? Ja, welchen Fall Habt soll man ihr einen nehmen interessanten heute? Fall? Welchen Fall sollen wir nehmen? Bitte keinen mit Kindern. Ganz Genau. wichtig. Hallo Snorks. Hallo Daniel. Hallo Ella. Also nichts mit Kindern bitte, kein True Crime mit Kindern. Nichts mit Bitte Kindern. nichts Aktuelles, was gerade noch in den Medien steckt. Ja. Also das so war ganz, ganz wichtig. Also viele sagen von gestern den Fall weitermachen. Was war das für ein Fall? Gestern, ich hatte einen Traum gehabt, dass ich hier im Raum saß mit einer Dibbuk Okay. aus dem Schrank. Ah ja, komm, vielleicht ein gutes Zeichen. Dann habe ich die hier hingestellt. War nichts. Irgendwie. Ja, und dann irgendwie ging es dann hier in diese Richtung. Dann habe ich dann da einfach ja, die Lampe reingestellt. Total eskaliert. Okay. Dann haben wir Tonbandstimmen gemacht, auch in dem Schränkchen. Und dann haben wir dann da wirklich auch Klopfen im Schrank gehört. Okay. Irgendeine Stimme, aber sehr leise, eine männliche, die wir Okay. nicht identifizieren konnten. Das war gestern. Ja, das war der gestrige Tag. Okay. Für die, die an gestern anknüpfen wollen, mit Dibbuk und Co., schreiben wir jetzt mal einfach nur eine 1 rein. Okay, einige. Ja. Aber Darkness hängt jetzt hier bei mir gerade. Habt ihr denn diese die Book schon mal bearbeitet? Ja, schon alte Box so. Also bei mir Heißt ja hängt nicht, dass der immer der gleiche Chip. durchkommt, ne? Also Naja. generell bei Haunted Objects heißt nicht, dass immer der gleiche durchkommt. Es gibt ja manchmal, die gelten ja immer nur als Trigger. Es kommt ja auch darauf an, wer diese Befragung macht, ne? So welches Medium in Anführungsstrichen da ist. So, also sehr, sehr viele Ja, über sehr, sehr eins viele. anknüpfen. Ist wohl eindeutig, ja. Eindeutig. Okay, also Dann lass nochmal uns das für den machen. Punkt nochmal Lena habe ich ja auch schon For me. erklärt. Also ich habe wirklich geträumt, dass ich mit einer Dibbuk im Raum saß. Träume sind manchmal einfach auch nur Schäume, einfach nur manchmal vielleicht wilde Gedankengänge. Ach, ich habe übrigens, bevor ich da jetzt erzähle, ich habe einen beschissenen Traum gehabt. Heute Nacht? Mein Gott, war das dämlich. Ich Oder musste gestern? Ich lachen, nehme wo mich auch ich wach jetzt mit. wurde. Echt? Ich habe geträumt, ich bin mit dem, ohne Witz, ich knall immer im Kopf, wo gehe ich, bin mit dem Kopf gegen die Lampe im Wohnzimmer und dann kam wie beim Boxen, Bong, und dann bin ich wach geworden. So, Bong, dieser Okay. Ringglocke beim Okay, Boxen. sehr witzig. Und das habe ich richtig, real, super laut gehört, Bong. Und wirklich, ich habe geträumt, Bong, und dann war ich wach. Und dann konnte ich nicht mehr pennen. Die Träume, wieso träumen wir so eine Scheiße? Aber ich träume die letzten Ich. Nächte auch Der furchtbar. Traum Hui. war für mich 100% echt und Ja, super real. Ich kann habe ja den sein. wirklich gehört Kann ja sein. und bin im Kopf gegen die Lampe gerannt. Kann ja sein. Ne? Ich hatte wiederum vorgestern so ein Trauma, richtigen Albtraum. Da bin ich dann aufgewacht. Hm. Und hier, ich habe meine Hände so gehabt und alles hier hat wehgetan ohne Ende. Ich war schweißgebadet. Das war auch Aber so ein was hast krasser Traum. geträumt? Kann ich dir sagen, ich bin vor allem weggelaufen. So, so, Von so. meiner Wohnzimmerlampe. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Nach dem Gong bin ich gerannt.
Aber manchmal hat man so Träume und ich habe noch nicht mal irgendwie was geguckt oder so am Vorabend, irgendein Krimi, ne, oder sowas. Ist schon wild, ne? Ja, ist schon wild, was man da so manchmal verarbeitet. Ist schon wild. Ja, auf jeden Fall. Und ganz viele schwarze Türen, schwarz lackierte Türen, Lack schwarz. Alles lackschwarze Türen, sehr hohe Decken, bestimmt so 5-7 Meter hohe Decken und alles, also ein Gebäude mit alles nur schwarzen Gängen, mit schwarzen Lacktüren und alles schwarz, also wirklich. Vielleicht hat das ja was mit dem hier zu tun, wer weiß, wer weiß. Kann sein. Wer weiß, wer weiß. Ja. Who knows, also. Genau, wer weiß, wer weiß. Ja. Ja, auf jeden Fall, das habe ich dann geträumt, dass ich da mit dem hier saß, also mit dem Gong noch. Und dann haben wir wegen Atomanstürmen einiges drauf, aber nicht wirklich klare Sachen. Mhm. Ja, dann haben wir die Box hier hingenommen, da war irgendwie nichts. Es war aber wohl eher mehr so dieser Punkt, dass es sich um diesen Schrank handelte. Mhm. Seid ihr sicher, dass es über die Box kam oder eigentlich, oder vielleicht irgendwas, über irgendwas im Schrank? Ich denke, das war einfach nur die Energie im Schrank. Der schaut doch mal in den Schrank rein. Da rein, ne? Ja. Also das wohl irgendwie, das schien wohl irgendwie so ein bisschen was damit zu sein. Also hier, mein Chat hängt hier die ganze Zeit. Okay. Ja, Nini mit dem Mofa ist auch da. Im Traum bei mir wurde mein Sohn ein Riesen-Cookie. Okay, das ist auch nicht gut. Oh Gott, das ist auch nicht gut. Delina, ein Riesen-Cookie, das ist ja lecker. Ich kann fragen, ob ich mich und dann hast du ihn wahrscheinlich noch aufgegessen. Nee, ich bin hier im Bett wach geworden, du. Hab geträumt, dass ich Nussblitoast gegessen habe. Muss dann heute Nussblitoast kaufen gehen. Nussblitoast? Na. Ja, also ich bin froh, dass es nicht wirklich passiert. Schon wieder eine Beule am Kopf. Ja, also ich würde es einfach sagen, wir probieren es. Heute sind wir jetzt zusammen, zu zweit. Können zusammen einfach mal durchtesten. Mhm. Vielleicht haben wir ja identisch, also mein Handy-Chat geht gar nicht. Aber warte mal, es kann sein, dass ich ein VPN noch anhabe, dass der wegen dem VPN da so ein bisschen meckert. Ich mache mal ohne VPN an. Das kann sein. So, mein Kanal, dass der deswegen immer so ein bisschen nicht durchkommt. So. Okay, der sieht schon besser aus. Okay. Okay. So, ah ja, ganz wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtig. Die ersten, wo wir schon die Namen genannt haben, haben wir jetzt auch dann jetzt überwiesen. Es fehlen aber immer noch ein paar. Es fehlen immer noch ein paar. Wie viele sind denn jetzt, die wir in den nächsten Tagen raushauen? Also warte, die Platz machen für andere. Wait. Also die es immer noch nicht hinbekommen haben sollen, etwas über 2 Wochen, die fliegen dann raus. Ja, das sind jetzt 3,5 Wochen. Ja, da hat keinen Bock drauf, tut mir leid. Also wer das nicht in 3,5 Wochen hinkriegt, tut mir leid, dann ist die Priorität nicht gegeben, ne? Also ein Stefan. Okay, raus. Eine Michaela Mera und ein Francisco. Okay, wie viel sind es? Wie viele Personen? 3. Und, den, wo wir vorher noch drüber gesprochen hatten. Okay, die 3 rausschmeißen. Pech gehabt. Ja. Also die killen wir jetzt raus. Tut mir leid, aber wenn 3,5 Wochen das nicht auf die Kette kriegt, sorry, dann ist die Priorität und das nicht gegeben. Nee, dann haben sie Pech. Das nicht, ne? Also Lena löscht die 3 jetzt ganz raus. Ehrlich, sorry, auch. Ist so. Ja, dafür ist wieder Platz für andere, genau. Genau. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, weißt du. Ja, man hat genug Zeit, weißt du. Und da sind dann auch so Dinge, wenn einer sagt, ja, ich habe kein PayPal. Entweder gibt es 1000 Menschen, die PayPal haben, wenn nicht, frage ich mal einen Nachbarn oder sowas. Ja. Und wenn man kein PayPal hat, dann ist das Ding in 5 Minuten eingerichtet, dann hat man auch PayPal drauf. Und das ist... Ja, aber vor allen Dingen, man kann ja Freundin, Freund, irgendwen fragen, der das macht. Und, ja, ansonsten macht man sich schnell ein PayPal-Konto, das kostet nichts, ist kostenlos. Ja. Und ja, das ist der Punkt, ne? Okay, super. Ja, die 3. Super. Und die anderen, die sind jetzt von letzter Woche oder dieser Woche. Mhm. So, genau. Und Anita Marshall ist noch nicht dabei, warte immer richtig. Wer das nicht hinkriegt, sorry. Ja, irgendwer hat immer PayPal. Es ist wirklich so. Ist wirklich so. Und auch wenn man mit PayPal Probleme hat, das ist eine Bank, also bin ich auch so, ich habe mein Leben noch nie mit PayPal, ich habe ein Geschäftskonto bei PayPal, noch nie Ärger damit gehabt. Ich auch nicht. Das Einzige, wenn PayPal nicht geht, wenn es entweder nicht mit deinem Konto verknüpft hast oder keine Kohle drauf hast. Ja, das ist das, ne, wenn kein Konto. Oder hast dein Passwort versemmelt. Ja, das ist so, ne.
Es gibt auch Leute, ich habe immer Probleme mit Sparkasse. Ich auch schon gehört, so, ich habe noch nie Probleme mit Sparkasse. Ich auch nicht. Ja. Wenn du dich an alles ranhältst. Ich glaube, man hat keine Probleme mit der Bank generell, wenn Geld drauf ist, ne? Ja, außer du versemmelst aus Versehen, hast deine Karte nicht mehr. Ja, oder dann hast wird die eingezogen oder so, weil du die PIN nicht mehr hast. Ja, okay, oder hast du überzogen, dann wird sie eingezogen. Also das sind eigentlich immer die Dinger, ne? Ja, und vor allen Dingen Dinge in der Zeit. Also die haben wir jetzt rausgeschmissen, haben sie Pech gehabt. Mhm. Ne? Also kriegt man ja schon. Und wenn, dann kann man immer noch schreiben, oh, so nicht hingekriegt, so, hab das und das Thema. Ja, aber irgendwie kriegt man das immer hin, ne? So, okay, haben wir da geklärt. Weil wir wollen ja auch wissen, wir wollen ja lieber den Platz für die Leute mit freimachen, die wirklich kommen möchten. Es gibt ganz viele, die sind in den letzten Malen nicht hier gewesen. Dann würden sie nachher nicht mehr reinkommen, weil dann irgendwelche die Plätze blockieren. Das ist doof. Dann haben wir noch gesagt, so, es gibt auf jeden Fall eine Einlassliste vorher. Es kommen auch nur die Leute rein, die in dieser Liste stehen, die Lena hat. Nur diese Person. Wenn jemand kommt, wird geguckt, wer bist du? Okay, das gerne auch rein. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob die Personen vielleicht irgendwie ein Bändchen oder so bekommen. Ja, weil wir die nicht alle kennen. Ja, richtig. Die gibt es ganz günstig. Ja, die irgendwie bestellen wir bei Temu. Brauchen oder ein Stoffbändchen hier drum oder irgendwie sowas. Ja, genau. Roten Faden oder so, damit wir dann. Ja, roter richtig. Faden habe ich tausende. Ja. Und die Leute hier ein rotes Fädchen drum. Ja. Damit wir einfach irgendso wissen. Garn, genau. Okay, du bist hier, du hast kein Bändchen, wer bist du? Okay. Wohl durch die Tür geschlüpft, vorne durch die Namensliste raus. Ne? Und das werden wir dann schon hinkriegen. Ne? Auf jeden Fall praktisch. Mhm. Wie viele Plätze sind noch frei, fragt Elena. Macht er jetzt dann? Die sind ja noch, muss die neu zählen jetzt. Wenn die sind, dann sind wir bei 37. Mhm. Dann haben wir im Grunde 13 nur noch. Okay, also bis 5. Oktober. Die anderen sind ja jetzt schon rausgezogen, ne? Nee, ich habe die jetzt nur markiert. Okay, ich 13. Muss die umnummerieren dann. Dann haben wir 16 noch frei dann, ne? Ja. Ja, 16 noch frei. Ja, Bändchen hat auch Erinnerungswert, genau. Genau, wenn jemand noch kommen möchte, ist das dann doof, ne? Erzähl nicht, welche Farbe, weiß ja gar nicht, welches Bändchen. Ach, wobei, wir hatten eine, warte mal, heute hatte ich heute wieder geschrieben, also es sind keine 16 mehr. Ich habe die nur noch nicht mit drin von heute. Okay, gut. Ja, also ist dann doof. Es gibt wirklich Leute, die freuen sich drauf und waren jetzt krank irgendwie 3 Wochen und dann kommen sie nicht rein, weil irgendwelche die Plätze da blockieren. Das ist echt doof. Ja, das ist recht doof. Und wir müssen es halt so machen, da sind ja auch einige, die geschrieben hatten, ja, ich würde gerne mit einem Partner kommen, aber der guckt das hier alles gar nicht, der kennt euch auch gar nicht. Das ist dann natürlich auch blöd. Ja. Es ist ja ein rein Community-Treffen. Und wenn wir jetzt überlegen, wenn von 50 Leute jeder seinen Partner mitbringt, haben wir 25 aus der Community und 25, die damit gar nichts zu tun haben, ist auch doof. Mhm. Deswegen machen wobei wir manchmal kommen ja schon 2, aber die gucken das dann halt beide. Ja, das beide, ist der Unterschied. Ne, wenn das ja ich und mein Mann, wir gucken regelmäßig, wir sind die und die Person in der Community, ist was ganz anderes. Ne? Mhm. Das ist ja was ganz anderes, wenn Peter und Petra zum Beispiel immer im Chat sind, haben wir auch manche Paare, das ist ja was ganz anderes, ne? Was ganz, ganz anderes. Genau, was ganz, ganz anderes. Genau, da sind auch welche noch gewesen, die sehe ich gerade, Janana hat leider keine Kinderbetreuung, waren auch manche, die auch gefragt haben, ob sie Kinder mitbringen können. Nee, leider nicht möglich. Leider nicht möglich, ja. Können wir keine Kinder. Weil da auch die Möglichkeit besteht, Bier zu konsumieren und das möchten wir einfach nicht. Ne? Und weil ja, da es auch reicht ja, wenn die dann da, nehmen wir mal an, wir tätowieren gerade und da donnert irgendjemand, weil die da hin und her rennen, irgendwo nein, gegen nein, diese Absperrung und nicht, ne? Dann haben wir ein Problem. Das geht nicht. Mhm. Und wir müssen halt da auch ein bisschen Sorgfaltspflicht walten lassen, ne? Ja. Für die Kids. Da sind dann Themen, da reden dann welche über Dämonen und Geister, steht ja ein Kind neben, so, wie, gibt's doch welche? Gibt's doch welche, genau, ja, nee, die würden ja dann wahrscheinlich Panik. Ne? Das kann man nicht machen. So, prima, das haben wir. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken mal, ob wir da noch was haben. Ja. No? Na, guck mal. Also ich habe heute wieder eine neue Hose an, habe heute wieder einen neuen Style an, heute ein locker, flockiges Outfit in einer Sommerfarbe, heute mit vorderen Fronttaschen mit einer wundervollen Naht. Ihr könnt sehen, dass es wieder eine wundervolle Stoffformation ist. Die kannst du bequem im Sommer tragen, du kannst bequem spazieren gehen. Du hast immer ein lockeres Bein,
Und ja, genau. Auch Lena in einem angenehmen Sommerstyle. Lockeres Bein. Das ist so. Alter, Turnhallen-Outfit. Turnhallen-Outfit. Locker, locker, flockig. Ja, locker, flockig. Maja, erstmal Sellen suchen. Danke nochmal für die 100 Bits Sellen suchen. Und Maja, danke einmal für die Zimmels und die große Runde. Dann schreibe ich eine Bestätigung. Alle, du Arsch. Problem mit Öffis und Roller hatte da hin, mit Auto kein Thema. Öffis, egal, wettet über Nacht. Du kriegst das hin. Ja. Hoffe, mit Namen nicht richtig registriert. Ja. Was? Wer? Also, ich hoffe, dass sie. Aber du bist drin, ich weiß das. Ja, natürlich. Ich habe dir doch schon die Luca geschickt, liebe Maja. Naja, du. Der ist schon mit dem richtigen Namen drin. So. Ich habe auch schon deine ganzen Sachen da notiert, wegen Essen und so. Ja, also wichtig, Leute, ganz wichtig. Denkt bitte dran, wenn ihr da schon eine Bestätigung bekommen habt, bitte darauf achten. Es ist nochmal die Frage, was, ob ihr irgendwie bestimmte Sachen Unverträglichkeit habt fürs Essen. Damit wir dann nachher haben wir dann nur Veganer und wir holen dann Frikadellen. Ja. Geht nicht, ne? Also bitte das beachten. Ansonsten. Es gibt schon einige Allesfresser. Ja, wenn ihr uns das nicht schreibt, ist es ein bisschen schwierig, weil dann wissen wir nämlich nicht, wer letzten Endes eine Unverträglichkeit gegen irgendwas hat. Also alle Glutis sind bei uns natürlich in der perfekten Formation vertreten. Also wir sind ja selber Glutis. Ja, und mit Histamin kriegen wir auch hin. Ich habe eine Zeit lang histaminfrei auch oder gegessen, weil ich ursprünglich tatsächlich dachte, ich hätte Histaminunverträglichkeit bei all dem. Mhm. Und auch da kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Das haben wir alles schon, ne? So, okay. Also ist ja, hätte ich jetzt eigentlich da unten lassen können, ne? Da ist wieder mal wild. Andere Richtung. Wieso habe ich denn jetzt gerade so Elvis Presley Song im Gehirn, im Kopf? Keine Ahnung, vielleicht Love Me Tender, Love Me. Love Me. Never Let Me Go. Keine Ahnung. Vio ist alles Fresser. Okay. Hallöchen. Kuchen ist super. Hallo Kuchen. Hallo mein Ding, bitte kein Rosenkuchen. Nee. Dann pupsen wir alle im Akkord. Nee, das geht gar nicht. Mit Rosenkohl. So, okay, ich glaube einfach mal, dass wir folgendes machen. Geh du doch mal instinktiv drauf zu und schau du doch mal. Höllenfreuer fragt mal, hast du damals in der Band auch gesungen, Lena? Yes, I'm still singing in the band. Ich habe Jazzcake, also wer dazukommen möchte, Lüttelforster Heide am 16. August auftritt. Auftritt. Und ich singe. Und ich spiele Triangel professionell. Zing, dann, da zing, dann, da zing, lick, dann, da zing. Triangling. So, pass mal auf, du gehst jetzt mal an dieses Schränkchen. Schränkchen. Und schaust mal energetisch, welches Objekt dich da anzieht. Okay. Da bin ich gespannt. Oh. Okay. Also Lena steht jetzt verkehrt rum im Rücken. Also die Hände sind hinterm Rücken. Nicht, dass ihr glaubt, die Hände sind vorne und sie kann die Wirbelsäule nach hinten biegen. Das sieht, das sieht so aus, ja? Ja, ja, das sieht so aus. Guck mal, wie weiß ich bin. Boah, krass. Wie weiß bin ich denn? You need sun. Oh Gott, weißt du, wie die mich in Amerika genannt haben? White Dutch Cheese. White Dutch Cheese? Nehmen wir andere Arme, ne? Mal hier. Nee, der Arm, das wird ja wild hier. Das ist doch alles wild. Aber ich bin ja auch nicht mehr so, war nicht mehr so viel Farbe. Welcher Arm ist denn das? Der Arm ist das. Nehmen wir da so rum, ne? Auch nicht mehr so viel. Nee, auch nicht mehr so viel Unterschied. Aber ich bin wirklich weiß, ne? Also ja, du kriegst ein Black-Tattoo. Mach einfach deine Arme schwarz. Guck mal, wie weiß ich bin, auch im Gesicht. Geschwärzt. Maja, danke für den Sub für Ella. Ganz liebes Dankeschön. Danke dir. Also. Ich mach dich black. You make me black. Mit einer dicken Magnum, so eine. Mich ziehen lustigerweise zwei Dinge ein. Einmal ist das diese Box hier in der Mitte und dann diese. Welche? Die Puppe. Die haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Aber die zieht mich an und die Box in der Mitte. Also, die hier? Könntest du ruhig die Kamera in die Hand da nehmen und mit hin gucken. Ja, okay. Diese Box in der Mitte. Okay.
Das ist so, wo meine Energie hier quasi festhängt. Okay. Kombiniert mit dieser Puppe hier. Okay, was ist für dich intensiver? Also als allererstes, als ich auch vom Stuhl aufstand, war es die Puppe. Mhm. Da ist mein Blick hingegangen und ich habe irgendwie mal gelernt, ich höre auf die Intuition. Und jetzt merke ich aber, dass wenn ich hier davor stehe, dass diese Box einfach relativ intensiv ist. Aber sie war der erste Blickfang. Also zu ihr bin ich als allererstes so, ich habe in das Schränkchen geguckt, aufs Schränkchen und zack, war mein Blick hier. Okay. Und so vom Bauchgefühl, was würdest du sagen, was hat mehr Energie? Mehr Energie hat dieses Kästchen. Hast du die selber mal untersucht gehabt? Was? Willst du die mal untersuchen? Ich kenne beides nicht. Hey? Also okay. Weder das eine noch das andere. Okay. Haben wir beides noch nicht gemacht. Okay. Also nicht mit mir. Gibt es da eine Geschichte zu? Ja, erzähl ich dir. Was machen wir jetzt hiermit? Warte, ja, mach mal Schrank zu. Soll man den hier direkt auch anmachen, oder? Ja, kannst du ruhig. Mach ruhig drin an, genau. Ach, deswegen, der hängt hier fest. Wir brauchen auf jeden Fall Handschuhe, ne? Yes. Oh, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Hm? Sag ich habe noch gar nicht reingeguckt. Mhm. Nee, es war einfach nur die Energie. Warte, habe ich irgendwelche Handschuhe? Hast du welche? Dumtitsch, dumtitsch. Ja, ich habe einen hier. Oh. Na, vor allen Dingen, ich muss hier echt mal aufräumen wieder. Und safe, safe, safe geht vor. Also einen habe ich. Mhm. Vor allen Dingen, hier ist so ein Chaos in der Schublade, da findest du nichts. Mal wieder ausmisten, mal so ein Ausmist-Stream machen. Ja, hier, wirklich. Guck mal. Warte, ich muss mal hier gucken. Hier, ich habe. Ach, hast du? Ich habe zwei. Warte. Also da kann bestimmt wieder ganz, ganz viel weg. So. Ich mach mal eben was. Okay. You never know. Schutz. So. Okay. Das ist jetzt wild. Ja, hier. Ist ja egal, wo es ist. Okay. So. Let's go. Ich nehme den blauen, der sieht kleiner Darkness, aus, oder? Danke für 50 Monate Darkness, Licht und Liebe für dich. Welcher sieht kleiner? Ist kleiner? Ich glaube, das ist beides, tut sich nicht so viel. Ach, der ist kleiner. Ich bestelle morgen bei Muro. Oh, brauche ich. Aufschreiben, ja. Was du brauchst. Okay. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Box ist schon so alt, ich weiß schon gar nicht mehr genau die Hintergrundstory. Wisst ihr das ich zufällig? Ich weiß nur, dieses Objekt hier ist nicht anfassen. Nicht darf man? Positiv. Dieses Objekt ist negativ. Das ist ein sehr religiöser Gegenstand. Kann man das? Ja, du kannst alles anfassen. Oh, ach, hey, okay. Ja, ich kann das mal suchen. Also die gibt es heute noch zu kaufen. Das hat eine Bewandtnis. Ich gehe mal in Google Lens rein. Kannst du mir gleich nochmal eben hinhalten? Halt mir das nochmal bitte hin. Mhm. Genau, die liegen so ungefähr so bei 30 Euro, die Dinger. Mhm. Das Loretto-Kindlein, das ist das sogenannte Loretto-Kindlein. Ja.
hat auch eine Geschichte, Loretto-Kindlein. Ich meine aber, guck dir das nochmal an, da war irgendwas, war, meine ich damit, auf den Seiten irgendwas notiert. Ja, etwas. So, die Geschichte vom gnadenreichen Loretto-Kindlein. Die Klosterkirche von St. Maria Loreto in Salzburg gilt als Gnadenort. Die Gemeinschaft der Kapuziner von der ewigen Anbetung in Salzburg geht zurück auf den 1221 von Weltleuten gestifteten dritten Orden. Das ist eine lange Geschichte. So, okay, das ist ja schon, da lese ich ja 8 Stunden jetzt. Ich gucke, ob ich was Kleines finde. 1650 fand das Loretto-Kind da den ersten Platz in der Kirche, in einem Wallfahrtsort. Die kleine Elfenbeinfigur um 1620 stammt ursprünglich von Sir Euphrasia Silberrad von Offenburg. Also das hat wirklich einen religiösen Hintergrund, ja, schon, ne, das Ganze. Aber das ist es nicht. Schaut euch mal an, wie rum das Kreuz ist. Dann stehen da nochmal drauf, aber ewig nicht mehr betrachtet. Ich kann es nicht ganz lesen, aber vielleicht haben wir eigentlich. Oder ja. Andersrum. Maja, danke für den Zapf für Ingrid. Ganz liebes Dankeschön. Ich weiß noch. Kann ich lesen, ne? Hinten ist auch noch was. Ja. Was steht hinten drauf? Mal, hier ist ja auch noch was drauf auf der Seite. Ja. Was steht da? R-E-G-E. Rege. S-V-E-R. Buchstabier mal. R-E-G-E. Rege. S-V-E-R. Was ist das für ein Buchstabe? Ist das ein V vielleicht? I-O. Der vorvorletzte? Nee, warte, das heißt anders. Warte mal. Oh, mir tut das schon durch die Handschuhe weh, die Energie. So krass. Regen. Nee. Gut, das ist ja nur so ein kleiner Lappen. Gut, dass wir die haben. Was ist das für ein Wort? Habt ihr das eben lesen können? Kann es sein, dass es Regeneratio? Kann sein. Ist ein Arzneimittel. Okay. Nee. Regeneratio? 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 Ach so. Wiedergeburt. Wiedergeburt. Ach, Wiedergeburt. Wiedergeburt. Ist das Wiedergeburt? Und was ist hier? Was ist das hier? R-E. Ich tippe auch nochmal. R-E. N. Ren. A. Rena. T-I-O. Renapio. T-I-O. T-I-O, aber umgedrehtes Kreuz. Renatio meinst du? Ja. Renatio. Warte mal. Computersicherheitsdienst, das wird es nicht sein, ne? Zeig mir mal. Dreh mal zu mir. Das steht aber. Ja, und vor allen Dingen umgedrehtes Kreuz. Das ist eigentlich das, was mich irritiert. Das weiß ich auch nicht. Also das finde ich nicht. Also sieht aus wie Renatio, aber. Renatio. Lange, wo wir uns das angeschaut haben. Und hier hinten. Also Renatio finde ich, aber irgendwie, hä? Was ist das? Und hier hinten sind auch noch einige, zwei. Translator. Ja, Latein wahrscheinlich schon. Also Renovatio? Also Renovatio heißt wieder Wiedergeburt. Ja. Okay. Was steht auf der Rückseite noch? Regenervio. Versuch mal das. Regenervio. Nochmal Rege. Nervio.
Habt ihr da was? Keine passende Übereinstimmung, okay. Dreh mal auf die Rückseite. War da irgendwas drauf? Ja, da waren auch noch zwei Begriffe. Scheiße, eine Verschrift. Was? Ich kann es nicht lesen. Wo kann keiner lesen? IR? Renatio, Latein, Wiedergeburt. Iratus? Iratus? Iratus, das Wort gibt's. Renatio, Wiedergeburt. Aha! Wiedergeburt und dann das umgedrehte Kreuz. Was? Oh. Iratus. Wiedergeburt? Iratus, wütend. Das ist Latein, da steht okay. Wütend. Was und das? Ist das? Maus? Nee, da nicht Maus. Hä? Was ist das für ein Wort? Ist das ein U oder ein W? Oder ein L und ein U? Malus. Ist ein maskuliner Malus. Wort. Ja. Schlecht. Ah, und was war dieses Iratus? Schlecht, ja. Was war das Iratus davor? Schlecht und... Schlecht und... Schlecht oh, und wütend. Schlecht und wütend. Ah, okay, und hier, guck mal, dann haben wir da Wiedergeburt und das Kreuz. Schlecht und wütend. Ho, okay, lass mal gehen. Okay, schlecht und wütend. Leg mal ganz kurz mal auf den Schrank, auf den Tisch hier, mit dem Bild nach unten, dass ich den Text sehen kann. Ich will es so ein bisschen mehr so drehen zu mir, drehen den Text zu mir drin. Maria, ah, das will ich noch ganz alt. Warte mal, ich suche das mal bei Google Maps. Dann. Alles wild, ne? Sag mal eben nichts, bitte, ja? Das war ich meinen. Wir sehen nichts. Da ist nichts. Jetzt krumm. Die liegen bei 70 Euro. Wow. Krass. Die Energie, die Verstorbenen, die Seelen, die Wesen halten, die an dieses Kästchen, an die Maria Loreto gebunden sind. Löst ihr das in dem Schrank aus? Sind wir quasi mit diesem Kästchen richtig, dass wir heute darüber reden? Okay, danke schön. Das ist schon krass. Geschlossenen Schrank. Mhm. Ich gucke an. Ist die Energie an dieser Maria Loreto? Weil mir tun die Hände weh, wenn ich dieses Schächtelchen hochhalte, weil einfach so viel starke Energie da drin ist. Aber ich habe ein ungutes Gefühl bei dieser Energie, obwohl es ja eigentlich ein schönes Symbol ist. Ist es das, was da draufsteht? Könnt ihr mir das beantworten über die Lampe? Ich glaube, ich weiß, warum die Lampe geht. Charakteristisch für das Fest für Maria Loreto ist das Anzünden von Feuern. Ach nein. Und das ist Licht. Ja, ja. Das war eine Prozession der Engel, die oh. das Heilige Haus nach Loreto brachte. Die Legende besagt, dass das Heilige Haus Mariens von Engeln aus Nazareth entführt wurde, aus Palästina im Jahr 1291 in Hände der Ungläubigen fiel. Die Verehrung von Loreto. Und da sind auch Wunder passiert.
Da sind sehr viele Pilger, die noch heute hinwandern. Aber hier vermengen sich Energien an diesem Kästchen. Das ist nicht nur dieses Positive, was ja wirklich schön ist, sondern mich sticht die Energie wirklich in die Hände. Also das ist unfassbar stark. Ich noch ein bisschen in Erinnerung habe, dass das alles sehr negativ behaftet war, also eher umgekehrt. Ja, umgekehrtes Kreuz. Eher mehr umgekehrt. Ist es deswegen, warum mir das so in die Hände sticht, wegen des umgedrehten Kreuzes? Hat es etwas Negatives? Ist es das, was ihr uns zeigen möchtet? Okay, schau dir mal vielleicht auch mal die Sachen noch an, die drin sind. Schau mal, was da noch drin ist. So, ich mach mal einen Rampart an. Okay, wir lassen mal den Zettel für später. Aber Fakt ist, hier sind mehrere Kreuze drin. Oh, was ist das? Roller. Hä? Roller. Ja, gerne. Ja, gerne. Ich möchte jetzt nicht ans Glas fassen. Danke. Das ist ja krass, das ist, guck mal, hier unten. Ich weiß schon gar nicht, wie dieses kleine Fläschchen ist von unten geöffnet und von oben geöffnet. Also es ist überhaupt kein Verschluss. Ich habe schon ewig nicht mehr damit beschäftigt. Diese Dinger erinnern mich so ein bisschen immer so an Blair Witch, so, weißt du? Ja, ja, ja. So diese selbstgemachten Kreuze. Ja. Und da stehen, weil hier was irgendwas steht, Sachen, ne? Drauf. Ich meine, war das nicht eine Wicca-Box? Ja, es fühlt sich so an. War das nicht für die Leute, die damals mal da waren? Das ist ja schon ewig her. Ich kann das jetzt, das Handy ruhig in die Hand nehmen. Wir haben keine elektromagnetischen Geräte hier an. War das nicht damals eine Wicca-Box? Hat da einer noch Ahnung, eine Idee von? Petra meint ja, Beowulf auch, Joker-Dame auch. Wicca-Box, ne? Es fühlt sich auf jeden Fall so an, ja. Sollen wir mal die Lampe? Ach nee, warte mal, wir haben hier ja überhaupt nichts jetzt hingestellt, dass die... Das war eine Schwarzmagierin, die versucht hatte, das Positive mit Negativen zu wandeln. Am Ende wollte sie es nicht mehr haben. Ah ja. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Erinnerung. Für mich fühlt es sich so an, als wäre gute Energie zum Bösen umgewandelt worden. Deswegen auch das umgedrehte Kreuz. Stimmt, das war eine Wicca-Box. Okay. Meinst du, kann man den Kontakt zu so einer Wicca aufbauen? Ich glaube schon. Das habe ich nie gemacht. Im Grunde ist ja auch ein Mensch. Ja, es ist ein Mensch. Es ist eine Seele. Ist auch nur ein Mensch gewesen. Es ist halt die Frage, was sie zu Lebzeiten gemacht hat, ob sie dann schwarzmagisch gearbeitet hat. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt eine böse Hexe ist, wenn sie in der geistigen Welt im Licht ist. Kann ja sein, dass sie sagt, um Gottes Willen, das war alles falsch oder so. Ja. Okay, warte, ich mache mal mein Handy jetzt auf Schlafmode. Ja, ich ziehe mal hier meine Dings aus. Das ist mir so. Okay, Sleeping Mode. Wollen wir mal irgendwo, ui. Nee, das war vom Anfang. Nee, das war vom Anfang, ne? Ja. Hattest du, das hast du gar nicht aufgemacht. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, was da drauf war.
Ja gut, aber wenn das braucht man ja nicht, wenn die schon sagen, das war eine Wicca-Box, dann ist es ja klar. Wir möchten mit der Person auf Kontakt aufnehmen, die diese Box erschaffen hat. Die Frau, die diese Box erschaffen haben soll, die wohl versucht hat, Positives zum Negativen zu wandeln. Wenn diese verstorbene Person hier bei uns ist, Sollen wir irgendwie mal ein paar Bälle drapieren oder so? Da bräuchten wir nun, müssen wir das hier mal umdrehen. Sollen wir das mal ja, dann können machen? wir ja eh die große. Ja. Ich bin nicht dran. Ich bin nicht Sonst dran. wäre sie an die Antenne gekommen. Ich bin nicht dran. Ich hab die Bälle gegriffen. Ja, okay, cool. Also das Ding, Janana, danke für 200 Bits, Janana. Ganz liebes Dankeschön. Danke dir, Janana, 87. Und Anita, ganz liebes Dankeschön. Also da musste eigentlich die Antenne berühren. Also das ist jetzt Da interessant. musst du Normalerweise richtig ist Antenne berühren. rangehen, aber da war ich nicht. Ich war nicht dran. Und der Ball ist auch von alleine hier runtergerollt schon jetzt. Okay. Den habe ich aber gerade aufgefangen. Kannst du das vielleicht bis nachher lassen, bis ich am Platz sitze? Bitte. Bitte warte, bis ich am Platz sitze. So, okay. Ach, jetzt sehen wir ja hier die Lampe gar nicht. So, wir möchten noch mal mit der Person in Kontakt treten, die letzten Endes hier in der Entstehung dieser Box beteiligt gewesen ist. Wenn du mit uns in den Kontakt treten möchtest, dann gib uns bitte einfach ein Zeichen, dass wir dich hören können oder sehen können. Möchtest du uns ein Zeichen im Raum geben? Du kannst die Bälle bewegen, das Licht einschalten, Geräusche machen. Eben hast du es ja schon geschafft. Diejenige, die vorher den REM-Pod, die Antenne berührt hat, kannst du bitte noch mal hier in den Raum kommen? Mach dich einfach nochmal hier bei uns bemerkbar im Raum. Kannst die Lichter benutzen, den Teddybär leuchten lassen. Möchten mit der Person sprechen, die mit dieser Box in Zusammenhang steht. Ob positiv oder negativ, das ist jetzt erstmal irrelevant. Okay. Dann gib uns ein anderes Zeichen bitte nochmal. Danke für das Knackgeräusch. Kannst du auch irgendwie die Bälle nochmal berühren, bewegen oder die Antenne nochmal berühren? Mikrofon geht nicht.
krass. Ich kriege Kopfschmerzen gerade. Voll den Druck im Kopf. Wir rufen die Dunkelmagierin. Wir rufen die Dunkelmagierin hier, die in Verbindung mit dieser Kiste steht. Kommt zu uns in den Raum. Mach dich mal bei uns im Raum bemerkbar. Oder wir rufen eine Seele, die jetzt schon in Licht und Liebe ist, die aber, als sie noch auf Erden war, schwarzmagisch gearbeitet hat. Vielleicht kannst du uns Auskünfte geben. Kannst du uns Auskunft geben zu dieser Box? Eine Seele, die jetzt in Licht und Liebe ist, die aber damals zu Lebzeiten schwarzmagisch gearbeitet hat. Hast du gehustet? Nee, aber ich habe sowas so gehört. Das gehört? Ja. Also ganz jetzt, unterschwellig. Jetzt. Bist du hier? Das war jetzt schon aus. Das Auto. Bist du hier bei uns? Bitte bestätige uns das mit irgendwie was auf dem Sideboard. Tut der Kiefer voll. Komisch, naja, bei mir war das hier der Kopf. Bei mir drücken sich die Schläfen so. Kennst du die Box? Erinnerst du dich an diese Box, die du gemacht hast? Du kennst die Box, ne? Ich bin ganz unsicher, gerade so ganz komisches. Du bist schon hier, ne? Dann geh mal zu dieser weißen Arbeitsplatte. Geh mal zu dem Radio oben, berühr mal die Antenne. Ah, ich habe jetzt auch mit der Schläfe. Auch. So, als würde mir jemand die Schläfen zusammenpressen. Hm? Du? Hm? Ja, genau. Ja, exakt. Du bist ja schon hier. Ich habe jetzt hier voll Gänsehaut am Kopf. Hallo. Kannst du uns das noch irgendwie anders zeigen? Danke für das Knackgeräusch. Bist du in der Lage, die Bälle auch zu berühren, zu bewegen? Hat er sich bewegt? Kannst du die Antenne denn oben berühren, dass es so ganz doll piepst? Ich habe das Gefühl, es sind unterschiedliche Seelen da. Verstehst du? Ich habe das Gefühl, es sind unterschiedliche da. War das nicht auch die Box, wo Marc von hinten berührt wurde? Was? War das nicht die Box, wo du von hinten berührt wurdest? Fragt jetzt gerade jemand. Die Petra fragt das. Weiß nicht mehr. Ey, dadurch, dass man so verdammt... Ich höre was schweres Atmen, sagt Hot Angel. Genau das war das, ne? Genau das, was wir gehört haben. So.
Ja. Genau das. Genau das, das haben wir auch gehört. Mal was ausprobieren. Ich möchte mal was probieren. Vielleicht jetzt keine so gute Idee, aber ist ja auch egal. Was denn? Oh. Oh, keine gute Idee. Komm, stehen wir. Vielleicht kriegen wir es so eher. Wir rufen diejenigen Seelen, die sich angezogen fühlen von dieser Box. Diejenigen Energien, die Wesen, die Entitäten. Schön, dass ihr da seid. Gebt uns noch weitere Zeichen und wenn ihr möchtet, dass wir euch beschreiben, dann müsst ihr euch uns zeigen. Fast ein Wasserglas geschmashed. Ja, ja. Hätte ich auch sein können. Ihr habt jetzt ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt das Gerät, wo die weißen Punkte immer wieder hell und dunkel werden, piepsen lassen. Den Teddybär, der leuchtet an den Armen und Beinen. Ihr könnt die Bälle bewegen. Die Lichtsäule einschalten. Das Radio berühren. Seid ihr hier bei uns im Raum? Ich nehme lustigerweise einen älteren Herrn wahr. Ja. Ist der ältere Herr derjenige, der mit uns hier kommunizieren möchte? Okay, danke schön. Kannst du uns das vielleicht noch auf eine andere Art und Weise hier bestätigen? Denn es sind ja doch noch Nebengeräusche vielleicht von den Autos, dass wir das ausschließen. Irgendwas, was wir mal hören können. Oder was anderes? Was gut Hörbares? Was blinkt da? Da blinkte doch. Irgendwas blinkte da. Wo? Ah, nee. Nee, ich habe irgendwo was blinken sehen. Nee, nee. Oh, was hat Westy gemacht? Verschenkt ein Abo der Stufe 1 an die Community. Danke, Westy, fürs verschenkte Abo. Das Mensch, macht insgesamt 13 verschenkte. Das war doch ein Knall. Hast du den gehört? Ja. Habt ihr das auch gehört? Das war Bums. Nee, das war das draußen. War draußen. Das war das andere war aber hier. Vorher, das war hier im Raum oben. Das war jetzt draußen. Auch gehört, genau. Ja, das war hier, das andere war jetzt draußen. Ja, vielen Dank. Auch draußen. Aber auch draußen. Trigger mal weiter. Ja. Ich versuch mal. Ich habe das Gefühl, dass der Mann eigentlich nur ungern etwas mit dieser Box zu tun hat. Dass er. Dass er eigentlich in Anführungsstrichen nichts dafür kann. Kannst du das bestätigen, dass du, der ältere Herr, der einfach da ist, weil dir etwas widerfahren ist in diesem Bereich, aber du direkt mit dieser Box nichts zu tun hast?
Kannst du uns das bestätigen mit einem Zeichen, was wir klar und deutlich hören oder sehen können? Also ich habe gerade die Wärmebildkamera mal an. Kannst du uns irgendein Zeichen geben, was wir hier vielleicht noch nicht hatten oder ein starkes Zeichen? Kannst du noch etwas mehr in diesen Raum kommen? Du kannst es doch. Kannst du die Bälle berühren? Die Antenne berühren? No, fass meine Bälle einfach mal an. Nee, das. Ich habe auch das Gefühl, dass ihn quasi so jemand eine weibliche Energie verdrängt hat, weißt du so? Kannst du mal hier zu mir kommen, den älteren Herrn meine ich jetzt? Kannst du mal zu mir kommen, damit der Markus ein Foto macht mit der Wärmebildkamera? Oh. Auch draußen. Kannst du dich mir nochmal zeigen? Kannst du hier zu mir kommen? Setz dich auf meinen Schoß. Dass der Markus jetzt auch nochmal ein richtig cooles Hi Michael. Foto von uns machen. Was? Komm mal zu mir. Aber ich habe jetzt hier richtig Gänsehaut, ne? Richtig Gänsehaut. Und hier ist weil das. Ich habe richtig. Okay, das ist im Gebäude jetzt. Ja. Da scheint ja noch jemand im Gebäude zu sein. Ja. Nee, also du bist noch. Nee. Der ist nicht so stark von der Energie her, der kommt nicht so ganz durch. Weißt du, das ist wie, als hätte der so eine Mauer vor sich. Der ist etwa 1,74 Meter groß. 1,74 Meter groß. War ursprünglich ja so dunkelbraun, mittelbraun, dunkelbraunhaarig. Rundes Gesicht, eher auch so ein bisschen moppeliger Bauchansatz. So ein bisschen wulstige, fleischige Hände, aber von der Natur her jetzt eigentlich eher so sehr zurückhaltend. Ich glaube, er hatte indirekt etwas mit der Box zu tun. Ich glaube irgendwie, dass aus seiner Umgebung jemand mit dieser Box zu tun hatte. Weißt du, was ich meine? Okay, also mit Wärmebett bekommen wir gar nichts. Du hast ja noch das Kartendeck da drüben. Ja, lass uns mal. Jeder drei lieber, Karten wieder. Genau. Kannst du uns drei Karten geben, die auf dich zutreffen? Oder hier auf diese Box. Aufgedeckt. Du musst auch die Karten mischen. Ich bin der Fächerer. Ja, guck mal, dann kannst du das so machen. Das liegt daran, hier meine frühere Kartenspielkarriere. Also, Lena, aber diese Karten sind leider so. Also Lena hat mal eine Zeit bei den Helmuts auf Mallorca die Sonnenbrillen verkauft und hat diese Hütchenspiele gemacht. Na, die nicht. Ah. Eins. Westy, Dankeschön. Westy für
Ach komm, Schulli. Dankeschön, Mosti. Liebe für dich. Ich bin Pokerprofi, genau. Aber dieses Kartenspiel ist leider zu wenig. Ja, ist ja gar nicht so verkehrt. So, okay. Jetzt muss noch eins rausfallen. Gib mir bitte noch mal eine Karte, die hier rausfällt. Mir fallen alle. Leider ist es zu dünn und zu wenig Karten. Ja, ich muss so viel, so häufig. Ich habe schon zwei gelegt. Aha. Aalwurm, oder was? Aalwurm? Nee, nicht Aalwurm. Was? Was stand da? Aalwurm? Nee, nicht Aalwurm. Aalwurm? Ach, dann doch nicht Aalwurm, ne? Was? Weiß ich nicht. Wie Aalwurm, oder? Dankeschön. So, ich hab jetzt drei Karten gezogen. Okay, also du hast die direkt die offenen oben. Ja. Anstrengend. Korrekt, was oben ist. Oh, das ist interessant. Wir haben beide die Uhr. Beide Uhr? Du hast eine Uhr, ich habe eine zerflossene Uhr. Mhm. Beide die Uhr. Mhm. Wir haben beide zwei Bildkarten und eine Wortkarte. Dann habe ich das Haus. Das Haus. Das Kreuz ist ganz interessant, weil wir hätten das umgedrehte Kreuz. Ja, das war die erste Karte, das war die zweite Karte. Bei mir ist hier auch eine leuchtende Laterne drauf. Das könnte die... Und hier ist mit dem Kreuz auch interessant, ne? Ja. Weil wir hier das Kreuz auch haben. Mhm. Und die dritte Karte? Die Karte könnte auch für in der Kombination ja. für das gemacht werden. Ja. Das ist ja ein religiöser Gegenstand. Richtig. Vielleicht steht ja sogar der Vorhang für diese Glasfront, die da vorne dran ist. Oh, oh. Ja, stimmt. Hm, stimmt. Könnte, ne? Und bei mir ist hier das Wort Anstrengung. Und mal bei mir ist das Wort Stopp. Okay. Legen wir mal zur Seite. Ne? So, die... Diejenigen, die mit uns gerade im Kontakt stehen, was hat das mit der Box auf sich? Könnt ihr uns das mitteilen durch ein Geräusch? Dann können wir die Sprachausgabe einschalten. Könnt ihr uns das über die Sprachausgabe irgendwie erklären? Diese Energie ist seltsam, muss ich dir sagen. Mhm. Mal probieren mit Software. Ja. Es ist, als wäre dieser... Ich habe richtig Schläfenschmerzen. Ja, ich auch. Ich auch. Also das ist jetzt so richtig so, hier? Wenn jemand so richtig reindrückt. So. Aber das kann eben auch diese starke Energie sein, ne? Das ist halt... Okay, dann machen wir das nach oben. Super. Die Stäfe. Mhm. Ah ne, das ist dein Handy jetzt, das ne? Ist jetzt Handy. Also das wobei, die App funktioniert auch also ich komplett ausgeschaltet. Ich bin off. Ach so, bist du off? Ja, aber ich denke trotzdem... Nee. Ne? Sollte ja dann nicht funktionieren. Wenn du Flugmodus hast, dann hast du doch keinen. Ja. Doch. Ja. Im Flugmodus, krass. Warte, ich guck mal. Ah, nee, ist noch an. Ja, okay. Okay, nochmal probieren. Jetzt ist aus. Ja, jetzt ist aus, ne? Hm. Okay, war auch noch an. Hm? Der Jenseitskontakt, den wir haben, kannst du uns was über die Box erklären? Mir ist voll schwindelig geworden. Hm? Ich bin gerade so richtig geflogen. Ist richtig so.
Kannst du uns was über die Box sagen? Ich mag die Energie nicht. Ich mag die Energie überhaupt nicht. Der Mann ist noch okay. Aber da ist irgendwas anderes. Da ist was anderes. Da ist die, ich sehe eine weibliche, ich möchte die gar nicht beschreiben. Aber für mich ist es weiblich alt. Mhm. Ja. Aber nicht zu alt. Nee, keine 100. Kann uns einer der beiden Auskunft geben? Ich glaube, wir müssen uns auch anschalten. Hey, wieso ist der ausgewählt? Weiß ich nicht. Der war doch gerade noch an. Der war eben noch an, jetzt war der aus. Kann uns einer der beiden... Schläfe. Ja, auch. Mir geht es so richtig, mir drückt jemand die Schläfen und mein ganzes, so das Bild, das verschwimmt so. Ich schwimme, weißt du, so. Kann jemand hier uns Auskunft geben, was es mit der Box auf sich hat? Oder wer ihr seid? Möchtet ihr mal mit uns kommunizieren hier? Paul. Hallo, lieber Paul. Du heißt also Paul. Okay. Und wer ist die Frau, die Ältere? Wer ist die Frau? Sonst nicht Dreister so. Bulle. Dreister Bulle. Dreister Bulle? In welchem Zusammenhang? Ihr müsst ein bisschen klarer und deutlicher sprechen. Bitte. In welchem Zusammenhang stehst du, lieber Paul, zu dieser Box? Oder wer ist die Frau? Was ist passiert? Irgendwas, erzähl uns irgendwas aus deinem Leben. Land. Ja. Dreister Bulle. Verfluchtes Land. Dreister Bulle. Ein Hof. Verfluchtes Land. Weitermachen. Ein Hof, Landwirtschaft. Naja, ist der Paul vielleicht Polizist gewesen, ganz einfach? Ich bin tot. Und hat versucht irgendwie... irgendwelche satanischen Dinge, Kreisel zu, oder, weißt du, ich habe so ein bisschen im Kopf, ob es da nicht um so einen Kult geht. Und dass er, der Paul, vielleicht versucht hat, weil ich in der Kamera bin und ich nicht rauskomme. Was hat Paul getan? Na, wenn ich mich hier abstütze, bin ich nicht mehr im Bild. Deswegen habe ich geguckt. Also. Was hat Paul gemacht? Ich spüre eine brutale Energie am Kopf, ne? Wer ist Paul? Und was hat er getan? Könnt ihr uns mal antworten vielleicht, bitte? Alarich. Was ist das denn? Alarich. Wer ist denn Alarich? Ich kenne das nicht. Die Frau. Ich bin wirklich hier. Die Frau. Ja, ich wollte gerade fragen, die Frau. Ich bin wirklich hier. Ja, wir wissen das. Das wissen wir ja. Aber, Erklär uns etwas über euch. Wer seid ihr genau? Ich wollte mich auch gerade fragen, bist du diejenige mit den schwarzen Haaren, die ich hier sehe? Weißt du, so. Habt ihr das gesehen? Nee, das konntet ihr nicht sehen. Da ist von alleine, ist rechts ein Kabel runtergefallen. Ganz von alleine. Markus war nicht dran. Wart ihr das? Könnt ihr uns das bestätigen? So, dass es auch die anderen sehen, vielleicht, bitte?
mal erschrocken. Danke für das Knacksgeräusch, aber bitte noch anders. Gebt uns mal ein ordentliches Zeichen hier. Paul, warst du das? Wir möchten, dass ihr hier mehr euch in diesem Raum bemerkbar macht. Und wir möchten mehr über euch erfahren. Energie sehe ich nicht. Die ist gruselig, die Energie. Gruselig. Ja. Gruselig. Paul, bist du dieser dreiste Bulle? Oder war das nur auf... Schön. Gruselig, schön. Schön. So die, auf gruselig bezogen. Ja, ja. Die Dame, bist, die uns hier jetzt antwortet, bist du diejenige, die mit den schwarzen Haaren in der Ecke steht, 1,74 groß, ist relativ groß gewesen als Frau. Hast irgendwie so ein Kleid oder irgendwie so ein Umhang oder irgendwas an. Rock. Dunkle Augen hast du, braune Augen. Boah. Jetzt habe ich so einen kalten Schauer über den Körper gekriegt. So einmal rüber. Jetzt kommt wieder Auto. Ja, aber vorher nicht. Vorher nicht. Ich mag das, was hier ist, nicht. Bist du dafür verantwortlich? Exponieren. Exponieren. Ja, bist du, fühlst du dich exponiert oder bist du diejenige, die das hier alles macht? Bist du diejenige, die glaubt, du hättest das alles in der Hand? Waldböswilligkeit. Waldböswilligkeit. Ja, schwarze Magie quasi. Waldböswilligkeit. Kannst du uns das nochmal bestätigen, dass du tatsächlich so schwarzmagisch gearbeitet hast? Knacks, hast du es gehört? Okay, danke schön. Kannst du uns auch sagen, warum du das gemacht hast? Wir haben gar nicht das Zimmer aufgemacht. Ne? Anders siehst, was? Nee, ich habe ja eben gezeigt in die Kamera, dass unten offen ist, ne, und oben offen ist. Nee, der ist rausgeholt, um zu wissen, was da drin ist. Ach so, nee, das habe ich nicht gemacht. Kriegen wir denn das raus? Mit dem Stäbchen, mit diesem Stäbchen. Ich nicht anfassen. Nee, hier hast du doch Handschuhe, dann geh doch rein. Geh doch rein, ich habe die hier, Ach, hast du so rum, hast du richtig Ja, ich habe die richtig rum ausgezogen. Du kannst die... Ja. Das ist ja wie so ein Kuhäuter. Und das hier habe ich auch richtig rum ausgezogen. Ja, okay. Ah, super, okay. Hier, wenn du so ein Stäbchen nimmst, kannst du es rausschieben. Vorsicht, dass es nicht platzt, weil es ist schon unten irgendwie geplatzt, das Glas. Da ist doch bestimmt was drin. Wie kriegt man das da raus? Versuch es mit dem Stäbchen mal so ein bisschen klein, platter zu drücken. Medizin. Okay. Medizin. Medizin. Ist das gut oder schlecht für uns jetzt, wenn der Markus das rausdrückt? Überraschung. Ich weiß nicht, ob ich das als Überraschung gut finde. Als Überraschung ist das Glas geplatzt. Als Überraschung ist das Glas geplatzt. Ja. Krass. Warst du häufig im Wald? Kannst du
Hast du dort häufig Zutaten gesucht für deine magischen Rituale? Seien Sie nicht beunruhigt. Naja, ich weiß noch nicht. Wir gucken erstmal, oder? Aber gut, wenn du uns beruhigen möchtest. Wie siehst du die Sache denn jetzt? Du hast damals vielleicht schwarzmagisch gearbeitet. Verzeihen Sie mir. Ja, wir tun das, aber was müssen wir hier berücksichtigen? Ja, natürlich verzeihen. Ehemann. Ist das dein Ehemann gewesen, der Paul? Ich mache Geräusche. Ja. Oh ja, sehr gerne. Wir sind da. Wir hören dir zu. Kannst uns gerne ein Geräusch geben. Also in der ersten Folie war gar nichts. Ja, gar nichts. Da krabbelt was raus. What? Guck mal. Nein. Ich dachte, das wäre schon längst tot. Ich glaube, hier ist auch nichts dran. Die Frage ist, ob die Folie vielleicht in irgendwas getränkt wurde, irgendwie, wo ich Handschuhe habe. Ja. Weißt du noch, wo hier unsere Finger geraucht haben? Oh ja. Da lernt man draus, ne? Da lernt man draus. Seitdem nie wieder ohne Handschuhe. Nie wieder. Never. Also hier ist nichts. Da war nämlich noch einer. Nee, okay, da war nichts. Du hast Albträume. Ja, da hast du wohl recht. Ja, habe ich doch noch gerade erzählt, dass ich den Albtraum hatte. Ja, stimmt. Ja, sagst du was? Was kann ich dagegen tun? Die Frage ist eher, was wollen Sie mir zeigen? Was möchtest du uns denn damit mitteilen? Welche Botschaft hättest du denn für uns, oder? Was ist auf? Ist das gefährlich, schwarzmagisch? Da ja. Was? Da ja. Ja. Sie macht mir Angst. Da ja. Ich mach dir so rum. Ja, jetzt hast du es falsch andersrum. Jetzt können wir es nicht mehr anziehen. Ne? Oh, ja. Das müssen wir gleich eh nicht mehr machen. Ja, müssen wir eh wegschmeißen. Was ist das? Sie macht mir Angst. Würdest du das so sagen, dass du jetzt mit Eintritt in die geistige Welt deine Meinung und Einstellung zum Schwarzmagischen verändert hast oder generell zum Magischen verändert hast? Du hast doch auf Funkmodus, ne? Flugmodus, ne? Ich muss da rausgehen. Ja. Da, ja. Da, ja. Ich suche gerade dieses Siegel. Da, ja. Da, ja. Muss ja irgendwo sein. Was haben wir denn hier? Jas. Ne, das ist nicht. Da, ja, ich hab's gefunden. Achso. Was ist das für eins? Da, ja, ich habe es gefunden. Aber ich weiß noch nicht, wie es heißt. Ich habe nur das Bild gefunden, aber. Da steht nicht bei, welches das ist. Da, ja. Ich mach das mal, speichere das und öffne das jetzt mit Google Lens wieder. Dass er. Aber das Dings, das Licht reagiert die ganze Zeit, ne? Ja. Okay. König Asmodai.
König Asmodai. König Asmodai. Ich habe es gefunden. So. Asmodeus. Asmodai ist Asmodeus. Der Name eines Dämons aus der hebräischen Mythologie. Asmodeus, Asmodai. Der Dämon des Zorns. Oh. Der Habgier und der Wollust. Ein übernatürliches Wesen. Ein Wesen, das das Böse verkörpert. In der Ashma ist er mit einem blutigen Streitkolben bewaffnet. Er steht für Tod. Er kann einen Bann auf einlegen. Also absolut eher sehr, sehr negativ, ne? Ja. Absolut negativ. Na, warte mal, was ist das für ein anderer? Ja, ich glaube, das ist das, wenn da eben gesagt wurde, dass diese Hexe quasi das Gute zum Bösen drehen wollte. Mhm. Sie versucht hat, mit allen Mitteln quasi diese Energie reinzulegen. Sollte dieser Dämon Asmodeus hier bei dem Ganzen helfen? Warum ist hier ein dämonisches Siegel mit drin? Also ich habe Internet noch an gerade. Mhm. Okay. Also Funk wegen Internet. Warum wurde dieser Dämon benutzt? Könnt ihr uns bitte über die Sprachausgabe antworten? Warum ist dieses Siegel da drin? Warum ist ein dämonisches Siegel in der Box? Von meinem Magen. Bip, bip. Mein Bauch. Bip, bip. Hm? Echt? Hm? Doch, mein Magen hat so ein komisches Geräusch gemacht. Nein, aber das kommt aus der Box. Das ist nicht dein Magen. Und mein Magen hat auch was gemacht. Ja, aber das kommt aus der Box. Ach so, okay, das darf nicht. Könnt ihr uns darauf bitte antworten? Schon wieder. Dein Magen? Nee, mein Magen nicht. Box. Vorher. Seid ihr das mit der Box? Könnt ihr uns ein Zeichen geben? Pläne. Wir hatten Pläne, richtig, genau. Habt ihr reingelegt. Warum? Mit welchem Ziel? Was wolltet ihr machen? Was sollen wir jetzt daraus erfahren? Oder darüber? Hörst du das? Mein Name ist Frank. Müssen wir bedenken, es sind nicht alle Namen gespeichert. Ne? Nee, es sind nicht alle Namen gespeichert. Hast oder habt ihr versucht, mit diesem Siegel mehr Kraft in diese Box zu geben? Wenn ja, warum? Der ist jetzt von draußen. Warum wolltet ihr denn mit diesem Siegel arbeiten?
Das ist schwer. Ich bin völlig. Mir ist heiß. Ich schwitze. Der ist düster. Ja. Können wir die Energie jetzt hier quasi wieder drehen? Können wir die Energie wieder drehen? Elia. Elia. Ich finde das Gefühl sehr düster, sehr dunkel. Mhm. Also nicht schön. Es nee. Ist kein schönes Gefühl. Nee. Was können wir denn jetzt heute noch in Anführungsstrichen mit euch anstellen? Was sollen wir heute noch erfahren? Was möchtet ihr uns noch berichten? Boom, ich hatte ja jetzt gerade, hier kam gerade so ein Hauch, so ein kalter Hauch vorbei, so. Mhm. Können wir irgendwas für euch tun? Sollen wir etwas mit der Box tun? Sollen wir etwas erklären? Möchtet ihr uns was sagen? Sollen wir sie ausräuchern? Besprechen? Was für ein Geräusch? Hast du gehört? Nee. Nee, okay. Oder hast du geknackt vielleicht? Nee. Möchtet ihr uns irgendwas mitteilen? Ansonsten können wir auch den Kontakt beibelassen. Belassen, genau. Das ist so verrückt, dann hast du manche Kontakte. Oh, da hast du richtig viel, ne? Die wirklich und richtig. Weitermachen. Weitermachen. Die richtig alles geben. Ja, Bälle. Und hier denkst du, das ist hier wirklich eine Energie, die ist ja unfassbar hier. Die ist sehr stark. Aber macht nichts. Aber die macht nichts. Die macht nichts. Die ist auf diese Box beschränkt. Volle Nuss. Wir können reden. Ja, redet doch. Ja, ihr habt doch die Möglichkeit zu reden. Wir tun das ja. Ansonsten Kopfnuss. Das war jetzt nicht nett. Aber das ist wirklich so, das war manchmal so die einfachen Kontakte, so jemand verstorben. Ja, hallo, und hier leuchtet hallo, was und da leuchtet oh, was, ja, schöne. Ich kann mit deinen Bällen spielen und all solche Sachen. Ja, genau. Ja, super. Und dann hast du dann so einen Kontakt, so dann hast du hier so ein dämonisches Siegel. Wo du erwarten würdest, dass auch diese schwarzmagisch arbeitende Hexe kommt jemand mit eigentlich hier einen Ball nach dem anderen runterräumen würde. Was ihr nackten oder hier, ja genau, nix. Ne? Nix. Da kommt denkst mal so ein Knackgeräusch oder die Lampe geht an, dann denkst du ja auch, ja. Da siehst du auf einmal ein Loch in der Wand, kommt voll Schatten die Energie, raus. Ne? Ein Kind sitzt in der Ecke, so, mi, nix. Nix. Weinen. Ja, da weine ich ja. Ja, mi. Ja, mi. Ist ja auch. Wir würden ja glauben, dass ihr das echt besser könnt. Ja, die manchmal eine größere Klappe haben wie alle anderen. Ich denke manchmal auch. Das ist immer genau umgekehrt. Die normalen Kontakte haben viel mehr Power als manchmal diese. Mhm. Wo ich mich dann ja. auch frage, what? Ich glaube, das liegt an der Entwicklung der Seele. Auf welcher Ebene sie eingestuft ist, weil nicht jede Seele ne, ist x-mal schon inkarniert und ist so weit entwickelt und das hat dann entsprechend nicht die Energie vielleicht auch. Das ist dann so, du kriegst einen Anruf, das ist 15 Uhr mittags, Lena, ich komme dich jetzt töten. Und du, und dann wieder, Foto mit dem Messer, Lena, ich komme dich töten. Und du, ich weiß deine Adresse, Adresse wird rübergeschickt. Du so, oh, kenn meine Adresse. Du bewaffnest dich, Polizei kommt, dann kommt da so eine kleine Ameise mit einem Zahnstocher. Ich werde dich töten. So ist das hier auch. Ja, so ein bisschen so, ne? Klappe und dann nur die Ameise. Ich hätte auch gedacht, wir kriegen hier voll die Buff. Ja. Ne? Hier kommt wirklich, da habe ich gedacht, jetzt kommt hier wirklich so ein kleiner Dämon hier ruhig mit dem Fahrrad. Ja, ich bin ganz froh, dass der nicht gekommen ist, nicht? Aber ja, auf dem Fahrrad hätte ich den vielleicht auch ganz gerne gesehen. Mit einem kleinen Dreirad. Ne? Nix. Nee, aber ich hätte... Verschwinde von hier. Ja. Wir nicht. Wir sind hier quasi zu Hause. Was ich bemeint, verschwinden. Aber ich glaube auch da manchmal, je größer die Klappe, umso weniger dahinter. Nee, ich glaube auch, wenn das hier eine Box war, wo versucht wurde, schwarzmagisch zu arbeiten mit oder ein Ritual versucht wurde einzubauen oder was auch immer, ne? So diese Energie mit einzubauen. Dann haben die...
Dann haben Häftlinge eingesperrt, einzubauen. Dann haben die es geschafft, die zumindest in die Box mit reinzunehmen. Diese Energie, okay. Spüren wir ja auch. Also ich spüre diese Energie dort, gar keine Frage. Aber dann reicht sie nicht, um irgendwelche Zeichen zu geben. Und das finde ich mega krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ich glaube aber auch, das ist vielleicht für uns eine Lehre, dass die hier auf der Erde lebenden, magisch arbeitenden Menschen, schwarzmagisch arbeitenden Menschen, mit Energie arbeitenden Menschen, sehr viel in Anführungsstrichen gefährlicher sind. Dass die Energie hier auf der Erde, wenn dir jemand böse Gedanken schickt, sehr viel gefährlicher ist, als, weißt du, wenn sich das dann quasi in Licht und Liebe aufgelöst hat oder so in die also andere Dimension oder, ne? Weil das heißt ja nicht, dass schwarzmagisch arbeitende Menschen automatisch irgendwie in der negativen Energie landen, ja? Mhm. Heißt es ja nicht. Es gibt auch Menschen, die sagen, die können das und können sie überhaupt nicht. Auch das. Vielleicht war das ja einfach nur ein Versuch, was zu tun. Und ich meine, die hat das ja geschafft, die Energie in die Kiste. Vielleicht Magierin noch im ersten Lehrjahr oder so. Ist ja wurscht, kann ja genauso gefährlich sein. Erste Woche Praktikum als Wicca. Aber ich glaube, es ist einfach so für uns vielleicht so eine lehrreiche insofern, als dass wir uns darüber Gedanken machen sollten, was das ausmacht. Unsere Gedanken, unsere Intention. Intention, die wir da, also das ist tatsächlich häufig, das macht aber die Amelin auch, dass die ganz viele Namen immer schickt. Geistig. Ja. Geistig, genau. Dass unsere Gedanken einfach so viel Macht haben und auch, dass wir anderen Menschen diese Energie schicken können, positiv wie negativ, weißt du? Vielleicht war es so ein Schulpraktikum als Wicca. Weiß für dich. Durfte mal einen Tag schnuppern. Oh, eine Box. Weiß für dich. Heute mache ich mal eine Box. Es ist wirklich oft, oder denkst du, da platzt die Hütte und dann die einfachsten Sachen, die extremsten. Mich würde interessieren, wenn wir jetzt dahin gehen, nächste Mal zum Beispiel, und sagen, wir machen diese Box unbrauchbar, in Anführungsstrichen, indem wir sie exorzieren, ja, so. Würden wir dann richtig schöne, helle Kontakte haben? Würden wir es schaffen, diese negative Energie da rauszunehmen aus der Box. Bestimmt. Ich denke auch, ja. Bestimmt. Mit dem Glauben, den du hast. Ja, eben. Ich denke schon. Deswegen. Ja, zumindest mal interessant, wer dann als Kontakt kommt. Weil wenn du einen schlechten Tag hast und einen Ouija-Board machst, ist auch die Energie da drin. Ja. Wenn du einen guten Tag hast, hast du die beste Energie da drin. Ja, eben. Ich denke schon. Aber ich finde es einfach spannend. Interessant wäre auch mal selber eine Box zu machen. Einem dachte, wo es die so richtig scheiße geht und alles da reinballern. Diese dann irgendjemand mal geben zum Untersuchen und zum Testen. Das wäre auch mal spannend, ne? Dann irgendjemand sich schnappen und dann hier, Hassbox. Die Hatebox. Hassbox. Aber das ist, ich würde dir sogar sagen, das funktioniert. Mit Sicherheit. Denn, wir wissen das ja selbst, es ist ein Versuch, den habe ich, glaube ich, schon erklärt, ne? Auf einer Schule wurden zwei gleiche Pflanzen hingestellt. Das waren Geschwisterpflanzen oder wie auch immer. Zwei exakt gleiche Pflanzen, gleich gesund. Die Schüler wurden angehalten dazu, die eine Pflanze immer zu loben, ihr zu sagen, wie schön sie ist, dass sie sich freuen, dass sie da ist. Positive Affirmationen. Und die andere sollten sie beschimpfen. Boah, du hässliches Ding, was machst du hier überhaupt? Hau ab und solche Sachen. Objekte Schäbigkeit. Nach einer Woche ist die eine Pflanze eingegangen, die beschimpft wurde, und die andere, die hat richtig zugelegt. So, und da sieht man ja, was du mit Besprechen machen kannst. Oh, das auch mal probieren. Ich würde tatsächlich, aber auch, guck mal, das Gleiche macht man ja mit diesen Wasserkristallen. Mhm. Wenn du Wasser besprichst, das ist ja der Sinn und Zweck unserer Bierdeckel, verkaufen. Dass der einfach dieses Wasser so energetisieren positiv, dass da letzten Endes, sich diese positive Energie manifestiert. Roto oder wie der hieß, gibt ja ganze Bücher drüber. Ja. Das mit der Pflanze würde ich mal gerne austesten. Ja.
Was können wir ja machen. Wir können ja zwei gleiche Pflanzen. Dann lass uns eine auf deine Seite stellen. Du beschimpfst die ganze Zeit und eine auf meiner Seite. Ich muss ja böse zur Pflanze sein. Und eine auf meiner Seite und ich streichel die immer und sage, wie toll sie ist. Und ich sag, schäbiges Ding, du. Ja, genau. Schau dich an, wie schäbig du aussiehst. Du alte Rose, du. Lässt du die Blätter hängen. Faules Ding. Faules Ding, bald kommst du weg. Geiles Teil, du. Hab keinen Bock mehr auf dich. Geile Rose, du. Oh, geile Rose, du. Guck mal, wie die Blätter stehen. Lass dich wieder gehen. Ne? Guck mal, wie du heute wieder aussiehst, du. Hast du recht gemacht, du Stück. Fieses Viech, du. Ja, probieren wir mal. Ja. Und das geht auch. Ich habe letztens auch noch einen Versuch gesehen. Das können wir tatsächlich mal machen. Das müssen wir in der Küche machen. Wo wir auf zwei Töpfen gleichzeitig etwas kochen oder einkochen. Und ich muss mir das nochmal durchlesen. Also ich hatte eine schäbige Soße? Ja, nee, genau. Und die eine, die beschimpfst du, diese, boah, bist du eklig und so weiter. Und die andere, da sagst du, boah, wow, oh, ich freue mich schon. Und wir werden sehen den Unterschied. Das ist, ich glaube, das machen wir tatsächlich mal in der Küche. Das Kochen. Da habe ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Was war das mit welcher Rezeptur? Jetzt mal ganz blöd. Ganz blöd. Wenn ich diese Achselhöhle sage, du stinkst immer. Stinkendes Achselloch. Du bist die schönste Achselhöhle des Lebens. Du riechst wie Rose. Schäbiges Viech. Geiles Ding. Dann müsst ihr dir noch ja, mehr probier stinken. Doch mal, weiß ich nicht. Ja, probier mal. Müsste, oder beim ja, Fuß. Fuß links. Ich weiß nicht, ob unser Unbewusstes, weil das ja alles steuert, ob es das trennen kann, links und rechts. Das weiß ich nicht. Aber ich gucke ja die Seite dann an, die Achselhöhle. Du schäbige Höhle, du. Du stinkst wieder besonders heute. Du, schön, dass du da bist. Ich würde es, glaube ich, nicht am Körper machen. Nee, nicht, dass du das da nicht mehr wegkriegst. Und dann schinkst du an der linken Seite, stinkst du dann permanent. Stinkender Fußling. Guck dich mal wieder an, wie du aussiehst. Verhorntes Ding. Ja, da kriegst du dann nicht mehr weg. Lass es mal lieber. Am eigenen Körper würde ich mich nicht raus. Im Biergarten, links hängen die Fliegen am Fuß und rechts ist... Ja, richtig. Ist ja schon halb vergammelt, ja, fällt bald ab. Und an dem Biergarten, hier kommt da so eine Schnecke raus. Beim anderen kommen dann alle so, boah, du riechst so gut, Junge. Ja, aber nur an die eine Seite. Also dann dürft ihr den am Community-Treffen auch nur rechts umarmen, ne? Ja, nur die Seite riecht gut. Nur die Seite riecht gut. Ja, würde ich nicht machen. Kannst du auch mit den Zähnen machen. Du musst mir auch noch ein Schutzsymbol mal stechen, ne? Ja. Vor dem Kommtreffen. Ja. Yes. Nicht jetzt, aber I will do. Vor dem Community-Treffen. Ja. Mache ich. Wo kannst du mir den hinballern? Wie groß war das eigentlich? Na, ich hätte gedacht, hier irgendwo, so, oder? Aber hier. Da? Ja. Da rein, hier. Hier kannst du stechen. Da ist ja Platz. Mhm. Ich denke mal, so groß finde ich nicht schlecht. Ja, so. Aber es kommt ja darauf an, was gechannelt wird. Also es wird nicht jedes gleich groß, es wird natürlich nicht jedes gleich aussehen. Mache ich dir. Ja, das musst du nochmal nacharbeiten. Ne? Da machen wir nochmal Größeres. Das machen wir größer. Genau. Ja. War der erste kleine Versuch, ne? Ja, und jetzt kann es. Ja, okay, ihr Lieben. Also war heute interessant. Also man hat wieder gemerkt, so, je dunkler die Energien, heißt nicht gleich je. Heißt nicht dramatischer oder brutaler oder sonst irgendetwas. Das heißt es nicht, aber wir haben wieder ein bisschen was rausgefunden. Ja, schau mal. Morgen haben wir wieder Paratalk, ihr Hasen. Wer morgen wieder live seine Geschichte, sein Erlebnis berichten möchte, ist morgen wieder herzlich um 20 Uhr eingeladen. Haben wir dann von 20 bis 22 Uhr, dann von 22 bis 22:30 gehen wir dann ins Lagerfeuer, die unheimlichen, gruseligen Geschichten aus dem Internet. Dann würde ich erstmal sagen, danke. Ja, das war echt. Aber was für ein Elch. Ja, Mann, ey. Ich denke erstmal danke für alle, die da gewesen sind. Danke auf jeden Fall für die Bits, für die Subs heute und alle, die heute im Chat sind. Danke an die Moderation, die jetzt noch tatkräftig dabei ist. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder um 20 Uhr sehen und ich habe gerade einen Tesafilm-Empfänger. Muss ich euch noch zum Schluss mitteilen. Das ist kein Ring, das ist Tesafilm. Deswegen sehen wir uns morgen.
alte Stelle, selbe Welle. 20 Uhr sehen wir uns. Und ich wurde heute ausgestattet mit einer Hose und einem T-Shirt. Prima. Kann man nicht kaufen. Ist irgendwo aus dem Geschäft. Nee, ich glaube, das kann man nochmal kaufen hier.